Willkommen bei We Play Games For You. Ich bin Rektalin und wir sprechen heute über das Thema, wie nehme ich ein Let's Play auf? Grenzen wir zuerst die Eckdaten ein. Wir sprechen von einem Let's Play zu einem Konsolenspiel. Die Dauer des Parts liegt bei 15 Minuten. Wie gehen wir vor? Zuerst sprechen wir über die nötige Technik, sowohl Hardware als auch Software. Und am Ende gehe ich auf die Zeit ein, die ihr pro Part einplanen müsst, bis er auf YouTube verfügbar ist. Ihr habt euch also ein Spiel ausgesucht, welches ihr Let's Playen möchtet. Doch wie bekommt ihr das Gameplay von eurem Fernseher auf YouTube? Hier kommt erst einmal die Technik ins Spiel. Am Anfang stehen der Fernseher, die Konsole und euer Spiel. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, das ist es, was ihr bereits zu Hause habt. Zur Aufnahme braucht ihr noch einen PC oder Laptop. Über diese werdet ihr ebenfalls bereits verfügen. Als Aufnahmegeräte empfehle ich derzeit folgende Lösung. Wichtig ist, alle Möglichkeiten, die ich aufzeige, bieten die Option, via HDMI oder Komponentenkabel aufzunehmen. Das ist für PS3-Spieler besonders wichtig, da Gameplay von der PlayStation 3 nur via Komponentenkabel aufgenommen werden kann. Es geht auch via HDMI. Damit sind jedoch vermeidbare Mehrkosten verbunden. Und schuld daran ist der HDCP-Kopierschutz, den die PlayStation 3 über den HDMI-Anschluss ausgibt. Meine Referenz ist derzeit die Elgato Game Capture HD, doch weshalb empfehle ich die Elgato? Das hat folgende Gründe. Sie braucht keine externe Stromquelle, denn sie bezieht den Strom über den USB-Port. Aufnahmen sind mit Full-HD-Qualität möglich. Weiterhin bietet sie die Möglichkeit, ähnlich wie bei Fraps, den Kommentar zeitgleich und damit synchron mit dem Gameplay aufzunehmen. Davon rate ich aber aus Erfahrung ab. Ferner nimmt die Elgato permanent die letzte Stunde an Gameplay auf. Sprich, ihr spielt online und habt etwas Cooles gemacht. Kein Problem, denn ihr könnt einfach in die Timeline klicken und die Elgato erstellt euch einen Clip. Für den einen oder anderen ebenfalls wichtig, die Elgato funktioniert gleichermaßen mit Windows Macintosh-Rechnern. Selbstverständlich liegen alle erforderlichen Kabel bei. In der mitgelieferten und ständig weiterentwickelten Software kann geschnitten und bearbeitet oder direkt auf YouTube hochgeladen werden. Darauf folgt die Hauptauge HD PVR 2 Gaming Edition. Auch hier sind Aufnahmen in Full HD möglich, alle benötigten Kabel sind dabei, aber die Hauptauge braucht eine externe Stromquelle, sprich ihr müsst eine Steckdose für das Netzteil einplanen. Die Software bietet ebenfalls die Möglichkeit, Videos zu bearbeiten und direkt auf YouTube hochzuladen. Die Aufnahmen werden aber strikt in 15-Minuten-Parts aufgeteilt, sprich wenn ihr 16 Minuten gespielt habt, dann bekommt ihr einen Viertelstunden-Part und einen 1-Minute-Part. Suboptimal, vor allem da die Hauptauge oft Dateien zerstört, sodass diese nicht mehr in externen Programmen zu bearbeiten sind und die mitgelieferte Software die einzige Lösung darstellt. Als letzte Möglichkeit möchte ich die erst vor kurzem veröffentlichte AFA Media C875 Live Gamer Portable empfehlen. Ich habe diese selbst nicht im Gebrauch, werde aber sobald eine der beiden vorherigen Lösungen den Geist aufgibt, diese eine Chance geben, denn die AFA Media bietet neben den Funktionen, die auch die anderen bieten, die Möglichkeit ohne PC in Full HD aufzunehmen. Dies wird via SD-Karte gelöst. Ich halte das für eine sehr mobile Lösung. Zum Thema Kommentar kann ich nur folgenden Tipp geben. Nutzt ein gutes Headset, ich spreche hier vom 50 Euro Plus Bereich. Für den Anfang reicht es vollkommen. Wenn ihr etwas Erfolg mit eurem Kanal habt, dann könnt ihr immer noch gerne auf ein Kondensator-Studio-Mikrofon wechseln, doch zum Start lohnt sich die Investition einfach nicht. Bevor wir den Hardware-Teil abschließen, möchte ich noch auf einen oft unterschätzten Punkt eingehen, Speicherplatz. Ihr müsst bei einer 15-Minuten-Aufnahme in 1080p beim Quellmaterial von einer Dateigröße von ca. 2,3 GB ausgehen und selbst wenn diese gerendert ist, braucht die Datei dennoch etwa 1 GB, deshalb solltet ihr euch eine externe Festplatte zulegen. Denn auch wenn ihr zu Beginn eurer Let's Player-Karriere darin vielleicht noch keinen Sinn seht, ist es dennoch wichtig, das aufgenommene Material zu sichern. Vielleicht wollt ihr das Video später auf anderen Plattformen veröffentlichen oder Highlights aus den Folgen zusammenschneiden oder was auch immer. Als Programme zum Rendern empfehle ich Sony Vegas oder das Adobe Premiere, da beide über die Möglichkeit verfügen, das Rendern durch die Grafikkarte zu beschleunigen. Genaue Zeiten kann ich hier nicht nennen, da diese von euren Rechnern abhängig sind. Als Software für die Audioaufnahme
und Bearbeitung empfehle ich das kostenlose Audacity, da es sehr flexibel ist. Es kann unter anderem in Sony Vegas eingebunden werden, wodurch sich ebenfalls Zeit einsparen lässt. Wichtige Punkte, die für Audacity sprechen, sind: Ihr könnt die Dateien ausgeben, wie ihr wollt, egal ob Wave oder MP3 oder was auch sonst. Es gibt die Möglichkeit, das Rauschen etwaiger Lüfter oder Ventilatoren zu filtern. Weiterhin könnt ihr auch Booster und so weiter einfach markieren und stumm schalten, sprich es gibt unzählige Möglichkeiten, die Audio-Files zu bearbeiten. Deshalb empfehle ich auch, den Kommentar separat aufzunehmen via Audacity. Es gibt dabei nur das Problem, dass Ton und Bild synchronisiert werden müssen. Ich habe mir angewöhnt, zum Beispiel beim Laden von Spielständen einzuzählen nach dem Motto Spiel laden in 3, 2, 1, jetzt und bei jetzt den Knopf auf dem Controller zu drücken. Dann habt ihr einen Anhaltspunkt in der Kommentardatei und im Video, um beides zu synchronisieren. Kommen wir zum Fazit. Selbst wenn ihr euch auch bei den Programmen zum Rendern für Gratislösungen entscheidet, die es durchaus gibt, dann müsst ihr dennoch mit einer Investition zwischen 160 und 300 Euro rechnen, bevor ihr euer erstes Konsolen-Let's-Play auf YouTube bewundern könnt. Weiterhin gebe ich euch ein Beispiel für die Zeit, die ich brauche, bis ein 15-Minuten-Part auf YouTube hochgeladen ist. Eine reine Aufnahmezeit von Kommentar und Spiel liegen etwa bei 16 bis 17 Minuten. Das Rendern würde ich auf etwa 15 Minuten schätzen. Zum Hochladen brauche ich zwischen 45 und 60 Minuten. Beschreibung, Thumbnail in die Playlist verschieben, auf Twitter bzw. Facebook veröffentlichen, setze ich ebenfalls mit 20 Minuten an. Kommen wir auf eine Zeit von 1 Stunde 36 Minuten bzw. knapp 2 Stunden, wenn YouTube zickt. Daran sollte man auch denken, bevor man mit dem Let's Play anfängt, denn es ist leider nicht einfach nur eine Viertelstunde spielen. Man verbringt viel mehr Zeit mit Nichtspielen und Vorbereiten als mit dem eigentlichen Spielen. Um es auf den Punkt zu bringen, Let's Playing kostet eine Menge. Es kostet aber nicht nur Geld, es kostet auch eine Menge Zeit. Links zu allen genannten Programmen und Geräten findet ihr in der Beschreibung. Ich hoffe, ich konnte euch helfen und bedanke mich wie immer fürs Zusehen und sage ciao ciao, bis zum nächsten Mal.